So, hier sind wir wieder bei Gothic 1. Wir sprechen nun mit Nefarius. Nein, ich will kein Magier vom Kreis des Wassers werden. Ich will einfach ein paar Schriftrollen kaufen. Kann man das bei dir, Myxia? Nein. Du bist uncool, dich mag ich nicht. Hier gibt's auch nichts. Merdarion, verkauf mir Schriftrollen. Sei gegrüßt. Dann eben nicht. Dann eben nicht. Riordian. Sei gegrüßt. Verkauf mir Schriftrollen. Zeig mir deine Ware. Ich will nur Schriftrollen, keine Ware. Kugelblitz, willst du mich ver... Ja. Ihr wisst, was gemeint ist. Mann. Ich will Schriftrollen. Schriftrollen. Sei gegrüßt. Wer könnte Schriftrollen haben? Milton könnte... Nein, Milton verkauft mir nichts. Scheiße. Du vielleicht, Saturas. Du hast mir eigentlich nie was zu sagen. Sei gegrüßt. Immer nur so. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Lass mich in Ruhe. Okay, ich habe aber noch eine Idee. Und zwar der, der den Erzhaufen bewacht. Ich glaube, er hieß Kronos oder Kronos. Der könnte vielleicht noch welche haben. Zack, runtergefallen und weiter geht's. Bitte verkauf mir welche oder ich bin ganz, ganz, ganz arg sauer auf dich. Hallo. Hallo. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Ja. Schriften. Nein. Ich will keine Schriften, ich will Zauber. Feuerball. Eispfeil. Eiswelle, Eisblock, Feuersturm. Der Eispfeil hört sich doch schon mal ganz gut an. Aber dafür müssen wir in den Magierkreis aufgenommen werden. So, Eispfeil, 66 Mal. Oh, das wird verdammt nochmal teuer, das könnt ihr mir glauben. Also, Eispfeil oder Blitz, bla bla bla, Schaden pro Sekunde. Ah, scheiße, was mache ich denn jetzt schon wieder? Für einen Schwachsinn. Hä? Da waren noch gerade viel mehr Eispfeile da, oder? Auf einmal alles weg, na toll. Okay, das heißt, Blitz kommt noch mit rein. Eiswelle, Eisblock, keine Ahnung. Eispfeil, da ist er doch. So, einfach mal 20 mal den Eispfeil hier, kostet uns 1280. Ich glaube, die spinnen nicht. Die spinnen alle völlig. Das tauschen wir jetzt einfach mit ein paar Flügeln. Wirst du bestimmt brauchen. Ja, Wanzenfleisch kannst du auch nehmen, brauche ich nicht. So, Zähne, die sind viel wert, glaube ich. So, jetzt haben wir es gleich. Moment. Scheiße, jetzt habe ich zu viel hier rein. So. Ja, so passt schon. Geben wir ihm eins mehr, damit er uns auch einen schönen Dienst erwiesen hat. Tschüss, Kronos, danke dir. Und jetzt dürfen wir wieder ab ins Orklagerrennen. Meine Lieblingsbeschäftigung, ich habe nichts anderes zu tun, ist doch logisch. Außer mal 10 Stunden zu laufen. Aber das ist in Gothic eigentlich immer typisch. Man vergisst immer irgendetwas. Und was lernt man daraus? Man sollte zuerst die Schriften lesen, damit man weiß, wie man die ganzen Golems überhaupt besiegen kann.
Aber naja, jetzt haben wir ja die Schriften und alles. Ich beleg auch schon mal die Zauber hier. Moment, Schriften ist es nicht, sondern Magie, da. Einmal hier den Eispfeil auf 7, dann noch den Blitz auf 8 und das war's schon wieder. 7 und 8, das müssen wir uns merken. Kann's nicht einfach Tag sein? Okay, ich könnte jetzt auch einfach nochmal schnell schlafen, aber darauf habe ich jetzt echt keine Lust, nochmal zurückzurennen. Es wird doch irgendwann schon mal Tag werden. Hoffe ich zumindest mal. Hoffe ich sogar sehr. Und ich trinke mein Schlückchen, während wir hier laufen, weil ich einfach nicht weiß, was ich so sagen soll. Also, kleine Überbrückungszeit natürlich. War doch klar, dass das Ärger gibt. So, das tut dem Hals immer mal wieder gut. Unser Gothic-Charakter in Schwimmaktion. Das sieht man auf jeden Fall nicht oft. Ja. Wir schwimmen durch die Gewässer von Gothic 1. Wow. Die sind ja auch so groß. Also da hat man richtige Kilometer zum Schwimmen. So, jetzt weiß ich den Weg schon wieder nicht mehr zu Xardas Turm. Wir laufen jetzt einfach mal hier links. Ja, es müsste so gewesen sein, glaube ich. Hoffe ich mal. Wir sind natürlich einfach mal gespannt und warten drauf, bis wir da auch mal endlich angekommen sind. Ah, Mann, 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 Mann. Und wir haben immer noch keine Gardistenrüstung. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Ach, ganz ehrlich, wir machen das jetzt anders. Und zwar hier, Trank der Schnelligkeit. Und jetzt rennen wir wie verrückt. Das geht doch alles schon viel besser. Am besten noch mit Springen dazwischendurch. Ach nee, das macht einen langsamer diesmal. Im ganz normalen Laufen wäre man somit schneller, wenn man da immer ab und zu mal springt. Aber naja. So geht's natürlich auch. Trank nehmen und los geht's. Als würde hier Feuer aus dem Po kommen. Wie echtes Nitro an Menschen getestet. Von mir erfunden natürlich. Eine heikle Angelegenheit. So, da ist jetzt wieder der Pacho. Der rennt uns jetzt hinterher, das ist aber uns egal, wir rennen einfach weiter. Wir wollen natürlich nicht sein Leben nehmen. Der arme Gardist, der kann noch nichts dafür, dass sich auf einmal Gomez zum oder zur dunklen Seite der Macht wendet. Wollten wir es mal ganz episch ausdrücken. So, 2 Minuten gehen aber echt lang, muss man schon mal sagen. Der Mond natürlich auch sehr schön, nicht so verpixelt, mal etwas besser dargestellt. Oh nein, oh nein, oh nein. Die Viecher sind jetzt ein wenig mehr in den Weg hineingerückt. Das heißt, es ist uns jetzt egal, wir versuchen jetzt einfach mal. Oh scheiße, scheiße, scheiße. Verdammt, verdammt. Genau deswegen habe ich sie nicht versucht, weil sie einfach zu schwer sind. Weg von mir, weg von mir, weg von mir. Ich bin schneller als ihr, schneller als ihr. Als würde ich abhauen. Ich würde doch niemals abhauen. Wie kommt man nur darauf? So, Feuergolem, du bekommst jetzt alles ab. Ach du Scheiße, zieht der Eispeil wenig ab. Oh mein Gott!
wow, 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 wow. So, und noch einen Pfeil und da ist er auch gefallen. Endlich, wunderbar. Herz eines Feuergolems. Toll. Ich hoffe, das waren jetzt auch alle Wächter. Und dass wir nicht nochmal zurück müssen, ansonsten da flippe ich echt noch aus. Wir essen mal wieder schnell was, auch noch die Waldbeere mit dazu. So, noch eine und nochmal. Das passt erstmal, weiter geht's. Oder Moment, dann füllen wir auch noch gleich unser Mana auf. Speichern und dann ist alles wieder perfekt. Und deswegen mal ab zu Xaras, dem alten, hinterhältigen Dämonenbeschwörer. So, hier geht's rein. Oh mein Gott, was ist das? Scheiße. Speichern. So, mein Dietrich ist abgebrochen. Da lade ich aber wieder da. Gibt's keine Gnade bei mir? Scheiße. So, so, so. So, so. So, so, so. So, so, so. Und offen. Perfekt. Viele Heiltränke auf jeden Fall. Das ist schon mal etwas sehr Schönes. Natürlich auch Mana- und Schnelligkeitstränke. Die waren natürlich auch dabei. Moment, wer spricht hier? Du sprichst zu mir. Wie kommst du in meinen Kopf? Du bist was? Der Diener deines Herrn? Du erscheinst mir eher wie eine Kreatur der Hölle. Ich soll schweigen. Heißt dein Herr und Meister zufällig Xaras? Aha, Namen sind also unwichtig. Okay, ich gehe einfach mal davon aus, dass das hier der Turm von Xaras ist. Ich muss mit deinem Meister sprechen. Ich? Unwürdig? Was für ein Test. Ah, ich verstehe. Wer dein Meister sprechen will, muss sich würdig erweisen. Moment, wie war das? Der Beweis? Sieg über was? Sieg über die Elemente. Stein. Eis. Feuer. Ich habe hier das Herz eines Steingolems. Was? Aha. Ein würdiger Beweis. Fehlen? Zwei fehlen, ne? Ist dieses Herz eines Eisgolems ein Beweis? Die Dualität. Der zweite Beweis. Einer bleibt noch? Was ist mit diesem Herz eines Feuergolems? Vollkommenheit? Ich bin würdig. Wenn das so ist, dann wünsche ich jetzt deinen Meister zu sprechen. Gegenbeweis. Was für einen Gegenbeweis? Eine Rune. Eine Rune für mich. Nun, dann nehme ich die Rune der Teleportation als Zeichen der Würde an mich. Sterblicher? Wer, ich? Ich gehe ja schon. Okay, der Diener ist anscheinend nicht so der gesprächige Typ. Aber naja, ist ja auch egal. Wir knacken mal noch schnell die Truhe. Wir dürfen nur mit Xaras reden. Wir haben ja auch schon seine drei Diener im Voraus besiegt. Scheiße. Ah, dieselbe Kombination wie beim vorherigen Schloss. Auch nicht schlecht. Naja, dann würde ich auch sagen, wir sprechen mit Xaras erst im nächsten Part und machen natürlich hier dann wieder den Schnitt. Wenn die Erzbrocken abgelaufen sind, perfekt. Und dann sehen wir uns natürlich im nächsten Part. Also, bis dann!